Du hast mir ständig ein Alibi gegeben, wenn ich mich mit Hannah getroffen habe. Mein Bruder schikaniert dich. Ja. Mach mir einen Vorschlag, wie ich das ändern kann. Wir lösen die Verlobung auf. Was? Idiot. Ich bin toter Idiot, wenn Felix mitbekommt, was ich als Kevin hier so alles abziehe. Ich denke, du versuchst hier zu fliehen. Und zwar vor mir und deinen eigenen Gefühlen. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, dann weißt du, dass ich recht habe. Oder ist dieser Kinderwunsch mit meinem Vater etwa keine Flucht vor mir? Hm? Cecile! Carla, das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, das ist sehr rücksichtsvoll von dir, aber ich komme schon klar auf Königsbrunnen. Ich sehe doch, was du meinetwegen ständig auf dich nimmst. Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Wirklich. Doch. Verstehst du denn nicht? Ich habe ein schlechtes Gewissen. Nee, das brauchst du aber nicht. Ich tue das doch gern für dich. Das weiß ich ja auch zu schätzen. Aber ich habe dich wirklich lange genug in meine Lügengeschichte mit reingezogen. Ja, was denn? Willst du dich outen? Ja, nein. Ich weiß es auch nicht, Bernd. Carla, tu das nicht. Ich meine, was wird denn die Presse dazu sagen? Und dein Vater? Siehst du, du machst dir schon wieder Sorgen um mich. Denk doch endlich auch mal an dich. Du verzichtest auf eine eigene Beziehung. Als Arbeitsloser habe nichts, werden mir die Frauen nicht gerade nachlaufen. Was, du machst dir Sorgen um deinen Job? Na klar, Ansgar feuert mich doch, bevor du das Wort Trennung überhaupt ausgesprochen hast. Ich sorge dafür, dass das nicht passiert. Die werden keine Nachteile entstehen, nur weil wir unser Agreement beenden. Sag das deinem Bruder. Ja, das werde ich auch. Du kannst dich drauf verlassen. Hi. Hier wart auch schon mal gesprächiger. Ja, dann will ich euch mal nicht länger stören. Bei was auch immer. Hast du es auch gesehen? Was? Ja. Wie sie sich die Traube in den Mund gesteckt hat und sie hatte nichts anders. Fast nichts. Ist mir gar nicht aufgefallen. Cecile, wir haben dich beim Essen vermisst. Oh, ja. Entschuldigung. Ich hätte dir Bescheid sagen sollen, ich hatte keinen Hunger. Ja, Nico hat mehr Gesellschaft geleistet. Ich wollte gerade in den Park. Ja, ich würde ja gerne mitkommen, aber... Du hast zu tun, hm? Ja. Ach, da wir gerade beim Thema sind, sag mal, kannst du dir vorstellen, noch weiterhin für das Auktionshaus zu arbeiten? Ja, schon. Die Frage ist nur, wie Carla darüber denkt. Ich glaube nicht, dass sie was dagegen hat. So abgearbeitet, wie sie im Moment aussieht. Ja, gut. Ich freue mich drauf. Wirklich? Ja, ich meine, vielleicht machst du dir Sorgen, wie du Kind und Karriere so alles unter einen Hut bringen willst. Also, dafür ist es wirklich noch ein bisschen früh, oder? Bleib doch. Wir reden schließlich über dich. Es geht gerade um deine Zukunft in der Holding. Ich verstehe immer noch nicht, warum du unsere Verlobung lösen willst. Ich kann mit dem Arrangement prima leben. Da muss ich ihm allerdings recht geben. Warum willst du eine Lawine lostreten, wenn es gar nicht nötig ist? Weil ich Bernd gegenüber fair sein will. Und das solltest du auch. Aber ob Trennung eine Lösung ist? Wenn ihr mich fragt, ihr beide solltet heiraten. Bitte was? Kevin muss weiterhin im Gefängnis bleiben. Der Richter ist der Meinung, solange er nicht geständig ist, besteht immer noch Fluchtgefahr. Guter Mann. Dann können wir die Maskerade ja ab jetzt sein lassen. Kevin ist Geschichte. Sowohl der echte als auch der falsche. Ja, wurde auch Zeit. Was Coco jetzt braucht, ist einen einfühlsamen, romantischen,
gut aussehenden, intelligenten Mann. Also mich. So, ich muss noch was besorgen. Also bis später. Na, du Träumer. Woran denkst du? Ich weiß es selbst nicht so genau. So bist du schon als kleiner Junge gewesen. Ich habe wohl nicht immer sehr viel Verständnis für dich gehabt. Wie kommst du jetzt darauf? Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht. Immerhin werde ich ja wohl noch einmal Vater. Hast du Zweifel? Nein, überhaupt nicht. Ich freue mich genauso auf das Baby wie Cecile. Du liebst sie wirklich sehr, oder? Wie verrückt. Ich bin dir sehr dankbar, dass du sie so herzlich in der Familie aufgenommen hast. Ach was. Doch, doch, doch. Ohne dich würde sie sich bestimmt nicht hier so wohl fühlen. Und dass sie jetzt ein Kind will, zeigt doch, dass Königsbrunn ihr zu Hause geworden ist und dass sie glücklich ist. Ja. Ansgar, ich verstehe dich nicht. Ich denke, du kannst sie nicht leiden. Entschuldige, Bernd. Und jetzt willst du, dass wir heiraten? Ja, stimmt. Ich mag ihn nicht. Daran hat sie auch nie etwas geändert. Ich muss allerdings zugeben, dass er sich in der Holding gar nicht so schlecht macht. Ja, viel entscheidender ist natürlich, dass er dir gegenüber loyal ist. Und dass ihm dein Wohlergehen wirklich am Herzen liegt. Dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Aber ich kann doch nicht verlangen, dass er ständig immer nur auf mich Rücksicht nimmt. Dann Rücksicht in Ehren, Carla. Aber du musst jetzt auch mal an deine Zukunft denken. Wenn du dich jetzt trennst, geht doch alles wieder von vorn los. Vater wird hoffen, dass du endlich den Mann fürs Leben findest. Tja, wenn da niemand dabei ist? Damit werde ich schon fertig. Willst du dich jetzt doch outen? Das habe ich doch schon versucht. Aber ich bring's einfach nicht übers Herz. Dazu habe ich Vater schon viel zu lange was vorgemacht. Ach, Carla. Ich denke doch bei all dem nur an dich. Aber sieh mal, es hilft dir doch jetzt auch nichts, wenn Vater permanent potenzielle Ehemänner für dich anschleppt, oder? Bernd dagegen. Hast du einen Freund gefunden, der zu dir hält? Also, warum nicht heiraten? Ja, genau. Also gut, ich überleg's mir. Aber dann musst du mir versprechen, dass du ihn endlich als Mitglied der Familie akzeptierst und ihn nicht mehr schikanierst. Also, ich wüsste wirklich nicht, wann ich das je getan hätte. Aber bitte, an mir soll's nicht liegen. Gut. Ich brauche Zeit, um drüber nachzudenken. Also, wenn man mich fragt, ich bin zu jeder Schandtat bereit. Bitte schön. Danke. Und, wie läuft's denn gerade so in der WG? Baggert Felix immer noch an dir rum? Wieso fragst du? Eifersüchtig? Der war gut. Ich bin nur heilfroh, dass ich ihn los bin. Und zum Glück hast du ja auch deinen, wie heißt er noch? Kevin. Kevin und ich sind neulich bei einem Soundcheck gewesen. Es war einfach nur toll. Ja, und? Er hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Männer muss man manchmal zu ihrem Glück zwingen. Sag mal, wieso drängst du mich eigentlich so? Kann es sein, dass du Felix die Tour vermasseln willst? Quatsch. Jetzt vergiss doch mal Felix. Kevin wartet bestimmt darauf, dass du dich meldest. Warum ruft er dann nicht an? Was weiß ich? Männer eben. Ich sehe doch, dass du die ganze Zeit an ihn denkst. Vielleicht hast du ja recht. Robin Brandner? Ja. Kevin Köster, wer stört? Hi, ich bin's. Hey, Sweetness, schön deine Stimme. Was gibt's? Sehen wir uns denn mal? Die nächsten Tage sieht schlecht aus. Das hättest du mir auch mal vorher sagen können. Erst machst du einen auf Prince Charming und dann... Sweetness, jetzt warte mal. Vielleicht kann ich mich ja doch noch loseisen. Hast du später Zeit? Wenn du keinen Bock hast, dann... Doch, doch, ich will dich unbedingt sehen. Ich melde mich, sobald ich hier fertig bin, okay? Okay. Bye.
Ach nee. Kevin wieder im Einsatz? Na, auch ein? Nein, danke. Dass Sie überhaupt fragen. Ich bin eben gut erzogen. Davon habe ich bisher noch nicht viel gemerkt. Und jetzt wollen Sie, dass Carla und ich heiraten. Was soll das? Na, wissen Sie, irgendein Alibi-Mann wird sich doch früher oder später sowieso hier breit machen. Warum denn dann nicht Sie? Also, wenn ich mich recht erinnere, dann wollten Sie mich wegen der Entführung fertig machen. Wer weiß. Vielleicht sind Sie ja genau aus dem Grund mein Favorit als Schwager. Sie meinen als nützlicher Idiot, was? Das haben jetzt Sie gesagt. Wobei, dass Sie sich ja netterweise auf dem Turnband als Drahtzieher der Entführung geoutet haben. Ohne dieses Turnband hätten Sie nichts gegen mich in der Hand. Ich bitte Sie. Nicht allein die Waffen entscheiden den Kampf, sondern auch die Intelligenz, mit der man seinem Gegner zusetzt. Irgendwann. Irgendwann mache ich Sie. Wissen Sie, solange ich Sie jederzeit in den Knast bringen kann, sehe ich das schwarz für Sie. Ich habe Sie doch in der Hand. Verstehe. Na, dann ist ja gut. Willkommen in der Familie. Wir müssen doch irgendeinen Weg finden, wie wir halbwegs normal miteinander umgehen können. Sag du es mir. Ich weiß jedenfalls, dass ich nicht mehr mit dir streiten will. Ich wollte dich nicht verletzen. Nein? Liege ich denn so falsch? Ich will ein Kind mit Johannes, weil ich ihn liebe. Akzeptier das oder lass es bleiben. Ja, klar. Sei doch nicht so verdammt selbstgerecht. Cecile, ich... Glaubst du, außer dir existiert niemand auf dieser Welt? Du kannst doch nicht leugnen, dass... Was? Dass du was für mich empfindest. Was ich empfinde, scheint dir ja egal zu sein. Ich konnte sie eben nicht so einfach abservieren. Soll ich dir mal sagen, was du im Moment machst? Du hintergehst deinen besten Freund. Du verarschst die Frau, in die du dich verliebt hast. Ja, und vor allem machst du dir selbst gewaltig was vor. Mann, ich weiß einfach nicht mehr, wie ich aus der Nummer rauskommen soll. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst als Kevin zu diesem Treffen und machst alles nur noch schlimmer. Ich weiß, es ist keine gute Idee. Oder du gehst dahin und sagst ihr, dass du, Robin Brandner, dich in sie verliebt hast. Und sag ihr, dass ich ihr die ganze Zeit was vorgemacht habe. Mann, ihr verarbeitet mich zu Hackfleisch. Oder sie merkt, dass ihr Robin Kevin besser gefällt als der richtige Kevin. Nee, lass, das kann ich Felix nicht antun. Ich sag die ganze Sache ab. Es muss ein Ende haben. Schlafwandler soll man ja nicht aufwecken, aber... Entschuldige, ich war etwas in Gedanken. Bedrückt dich irgendwas? Nein, nein. Das ist nur so ein Fall in der Klinik. Aber ich will dich nicht mit Arbeit vollquatschen. Hast du trotzdem einen Moment? Klar. Was ist denn? Ich muss eine wichtige Entscheidung treffen. Und ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Ich bin im Moment wirklich kein guter Ratgeber. Ratgeber? Wird dir gerade ein Ratgeber gesucht? Ja, schon gut. Ich will mich ja nicht aufdrängen. Wenn du lieber mit Leonard reden willst, dann... Nein, Quatsch. Ich bin dir für deine Unterstützung sehr dankbar. Ja, dann bis heute Abend. Ich wollte dich nicht kränken. Ja, schon gut. Ja. Du überlegst noch wegen der Hochzeit, hm? Manchmal ist es ja ganz hilfreich, laut nachzudenken. Fahr doch einfach mit mir und erzähl mir alles. So ein schlechter Zuhörer bin ich ja gar nicht.
Cecil, warte bitte einen Moment. Du hast doch schon genug gesagt. Ja, das schon, aber das Falsche. Und dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen. Der Vorwurf eben war völlig daneben. Ich weiß, dass du meinen Vater liebst. Weißt du das wirklich? Natürlich. Ich wollte es eben nur nicht wahrhaben. Und die Sache mit dem Kind, ich meine, das, ich weiß auch nicht, das hat mich einfach überrascht. Aber ich freue mich für euch. Ehrlich. Danke, dass du das sagst. Ich weiß, wie schwer dir das fällt und ich will dir nicht wehtun. Ich will, dass du glücklich bist. Aber was ist denn, wenn er sich mal in jemanden verliebt? Ach, Carla, bitte. Wenn du das Gerät sein kannst, dann kann er das ja wohl auch. Weißt du was? Frag das nicht mich, frag das gleich ihn. Hm? Ansgar, bitte. Herr von Weinbach, hätten Sie mal eine Minute? Ja. Wir reden gerade von der Hochzeit. Ansgar redet. Das trifft sich gut. Ich wollte mit dir auch noch mal darüber sprechen. Es gibt da jemand in meinem Leben, der bedeutet mir mehr als alles andere. Tochter Vanessa. Sie hat meinetwegen ein ziemliches Vagabundenleben führen müssen und ich würde ihr gern ein richtiges Zuhause bieten, so eine Art Familie. Dann willst du diese Hochzeit also wirklich? Ja, sehr gern. Oh, habe ich hier gerade eine Vollversammlung verpasst? Wie man's nimmt. Carla und Bernd haben mir gerade eine sehr wichtige Entscheidung mitgeteilt. Ansgar. Carla und Bernd werden heiraten. Mann, musst du mich so erschrecken? Sorry. Guck mal hier, das habe ich vorhin zufällig entdeckt. Ja, du warst doch auf dem Soundcheck und da habe ich mir gedacht, das gefällt dir bestimmt. Danke, echt nett. Aber womit habe ich das verdient? Och, einfach nur so. Ja, wie wär's? Hast du vielleicht Bock, heute Abend mit mir was essen zu gehen? Da kannst du das gute Stück gleich ausführen. Sorry, ich habe keine Zeit. Keine Zeit? Schade. Hast du was Besseres vor? Ich habe da nämlich in einem super Laden reserviert, also. Felix. Ich weiß nicht, wie ich es am besten sagen soll. Also, du bist echt. Ja, irgendwie süß. Aber ein Date? Das ist mir zu romantisch. Ja, dann auf das Brautpaar. Ich gestehe, auch wenn ihr verlobt seid, kommt die Nachricht doch etwas überraschend. Aber ich gratuliere euch natürlich von Herzen. Danke. Danke. Oh, gibt's was zu feiern? Ja, es tut mir leid, wenn ich störe, aber ich müsste Herr von Weinbach dringend sprechen. Oh, entschuldigt. Was gibt's denn? Carla, bitte glaube nicht, dass ich mich einmischen will, aber bist du wirklich sicher, dass Bernd von Weinbach der Mann fürs Leben ist? Also, ich habe ja anfänglich auch so meine Vorbehalte gegen Bernd gehabt, aber ich muss sagen, ich habe meine Meinung inzwischen revidiert. Naja, und wenn die beiden sich lieben? Vater, ich habe mir das wirklich gut überlegt. Bitte, Carla, du musst dich nicht rechtfertigen. Von Lahnstein? Da müsste ich mal nachschauen. Einen Moment bitte. Das Auktionshaus. Entschuldigung.
Entschuldigung, ich störe schon wieder. Vater, ich finde, du hättest dich durchaus etwas mehr für Carla freuen können. Ja, aber müssen die beiden denn gleich heiraten? Ich glaube, wenn man Bernd etwas näher kennt, ist er schon ein ganz feiner Kerl. Ja, wenn sogar du das sagst, also. Ja, meinen Segen haben sie. Felix, jetzt nimm dir das nicht so zu Herzen. Vielleicht war die Einladung ja auch ein bisschen zu überfallartig. Ach, Scheiße. Wahrscheinlich war ich wirklich zu plump. Robin, kannst du nicht mal rausfinden, ob da vielleicht... Oh, nee. Bitte, nur mal vortesten, ob da überhaupt irgendwas geht, ja? Ja, okay. Cool. Danke, Mann. Ey, du bist echt ein Freund, ja? Mit euch hat man auch keine ruhige Minute. Was gibt's denn? Ja, nichts Besonderes. Ich wollte einfach nur mal gucken. Das mit dem T-Shirt, das ist ja richtig nett von Felix, ne? Mhm. Gefällt's dir nicht? Doch, doch. Nun glaube ich, dass sich Felix immer noch Chancen bei mir ausrechnet. Und? Er ist nicht mein Typ. Sag bloß, du hängst immer noch an Kevin. Ich weiß, er ist ein Arsch. Aber seit er aus dem Knast ist, zeigt er sich wenigstens ab und zu von seiner guten Seite. Ja, aber das Gegenteil von ätzend ist doch nicht nur ein bisschen ätzend. Mach du dich ruhig lustig. Ich weiß, du kannst ihn nicht leiden. Aber neulich bei diesem Soundcheck, da war er so, wie ich mir immer gewünscht habe. So romantisch und aufmerksam. Kevin. Ja, und das kannte ich vorher nicht bei ihm. Glaubst du, ich hätte mich sonst noch mal ganz neu in ihn verliebt? Ich dachte, du kannst Beinbach nicht ausstehen. Das ist nicht mehr so wichtig. Und was versprichst du dir, wenn du die Hochzeit unterstützt? Ich könnte mir vorstellen, dass Carla da nicht mehr unbedingt als ideale Nachfolgerin in der Holding in Frage kommt. Nur weil sie nicht den idealen Schwiegersohn mitbringt. Deswegen wird dein Vater sich doch kaum gegen sie entscheiden. Nein, da werde ich natürlich noch etwas nachhelfen müssen. Aha. Und wie? Ich würde sagen, das ist eine familiäre Angelegenheit. Tatsache ist, dass Carla mir in die Falle gegangen ist. Und das wird sie noch bitter bereuen. Und so geht es weiter. So, mein Dicker, dann zeig mal, was in dir steckt. Nicht schon wieder. In Wahrheit geht sie doch nur um Almedia. Behalt doch die Klitsche. Die ist doch nichts im Vergleich zu den Möglichkeiten, die sich mir nach der Hochzeit bieten. Ein Wort von mir und deine Ehe ist zu Ende, bevor sie begonnen hat.